ihr beschäftigt? Wir waren beschäftigt mit Einhornstaub sammeln. Was ist dir passiert? Oh, wieso frage ich das? Hallo Mia. Ups. Hi Mo. Entschuldige. Und ciao. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Sag schon, Mia, wie lautet das Orakel? Es ist ganz schön schwierig. Wo alte, kahle Äste sich recken und klagen, folge dem Pfad, die Erlösung zu wagen. Das kann praktisch überall sein. Nein, kann es nicht. Sicher kann es das. Hier stehen auch Bäume und da sind auch reichlich Pfade. Das ist viel zu allgemein und zu ungenau. Hallo, ist Prinz Mo noch da drin? Das ist der verdorrte Wald. Was ist denn der verdorrte Wald? Der ist uralt. Da ist es ganz unheimlich und da soll es spuken. Kaum habe ich eine Spukgeschichte hinter mir gelassen, bin ich in der nächsten. Wir können uns gern den verdorrten Wald ansehen, wenn ihr das wollt. Aber ich halte es für Zeitverschwendung. Was war denn das für eine Nummer? Frag mich nicht. Das war mal wieder typisch Mo. Du weißt, wie Männer sind. Gar nicht gut. Sigo, mein kleines Goldstück, sehe ich heute alt aus? Ich werte das als ein geht so. Ist ja auch kein Wunder. Gargona! Ihr habt gerufen, meine Königin. Ich brauche Holz für meine Sanduhr. Ich werde auf der Stelle einen Baum fällen lassen. Nein! Es müssen die toten Bäume aus dem verdorrten Wald sein. Aus dem verdorrten Wald. Aber meine Königin, Holz ist doch Holz, oder? Finden wir es heraus. Nicht mein... Mein Lieblingsspeer. Siehst du, jedes andere Holz lodert nur auf. Es nützt mir nichts. Aber das tote Holz aus dem verdorrten Wald brennt heiß und langsam genug. Aber der verdorrte Wald ist... Der Wald ist... Unheimlich? Dieser dumme Aberglaube. Und jetzt geh und besorge das Holz für das magische Feuer, damit meine einzigartige Sanduhr mich wieder jung und schön machen kann. Sofort! Da ist er ja. Der verdorrte Wald. Das Orakel sagt, folge dem Pfad. Was für ein Pfad? Das könnte er sein. Oder doch?